herzlich willkommen zurück zu einer Folge der Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. Yukon Valley waren wir letzte Woche auch schon. Diese Woche aber wird es mal wieder Zeit, ordentlich erkrachen zu lassen. Ich will ballern, Junge. Und deshalb rein hier mit der 10 mm. Bam, 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 Junge. So nämlich. Also rechnet heute nicht mit einer weitgerechten Jagd hier. Ne? Ich halt einfach rein in alles, was sich bewegt. Ist mir egal. Ich hab Bock auf Davani, Alter. Wir spielen Davani. Und was hier kommt, ist mir auch egal. Ich schieß Grizzlies damit, ich schieß Elche damit, ich schieß Rentiere damit, ich schieß Wölfe damit, ich schieß auch zur Not eine Maus damit. Ist hier eine Maus? Nö. Aber, dann ist der Plan. Ich habe auch keine andere Waffe mitgenommen. Hab nur die Waffe dabei. Und nach mir, Yukon Valley, da sehe ich mich. Da gibt's auch einen Grizzly, den ich mitschießen kann. Also, let's pets. Ah, ist schon der erste auf der Flucht hier, das Bison. Na gut, da unten sind sie noch. Aber die sind ein bisschen weit weg, glaube ich, ne? Also, ich meine, wir können 75 Meter schießen, aber die sind schon noch einen Ticken sehr weit weg. Dafür, dass wir die treffen. Also, ich sag treffen würde ich sie, aber vielleicht ein Ticken näher wäre ich gerne dran gewesen. Wusste aber nicht, dass die hier stehen. Und hier am Trinken sind die kleinen Schlawiner. Also werden die mir erstmal entkommen. Wobei, da vorne. Ah, die ziehen weg, ne? Hab neue V-Center gefunden. Oder Bison besser gesagt. Die stehen hier an dem See. Und da müssen wir zwar natürlich auch noch in die nötige Distanz kommen. Einer steht schon hier close, relativ nah dran. Versuche ich mich mal da anzupirschen. An den Bison. Und, oh, da stehen auch noch welche, wa? Da oben steht noch einer. Da stehen welche. Letztes Mal sind wir ja in der Challenge. Was? Montag die Challenge? Ja, ne? Montag die Deagle Challenge. Die haben wir ja da relativ gut angehen können. Die Bison oder die Wiesente waren es in dem Fall. Ich glaube, Bison mussten wir gar nicht schießen, oder? Nee. Ich glaube, alle anderen Büffel hatten aber Bison, glaube ich, nicht dabei. Dafür halt die Wiesente. Aber die konnten wir richtig gut anpirschen in eine richtig gute Distanz rein. Jetzt habe ich mal gespannt, wie nah wir hier an die Präriebison letztendlich drankommen. Der Hügel ist ein bisschen hier im Weg, leider. Weiß ja schon wieder nicht, wo das Bison hier vorne hingerannt ist. Das ist auf jeden Fall nicht mehr da anscheinend. Oder ich stehe gleich einen Meter davor. Ich bin mir noch nicht sicher. Eins von beiden wird passieren. Aber nichtsdestotrotz haben wir da hinten noch die ruhig. Und ja, Alter, hier vorne. Ah, nee, guck mal, da vorne ist ein. Alter, 21 Meter. Ah, Bison. Wie ist die Lage zwischen uns beiden? Na? Ah, Junge. Wenn ich den wegfräsen, Alter. Auch mal so ein Magazin. Alter, wie lange halten die denn aus? Der ist aggressiv, ist der, Junge. Jetzt mal serious. Wie lange hält der denn aus? Der hat ein ganzes Magazin ausgehalten, Junge. Was ist das denn? Ich dachte, ich brauche zwei Schüsse, dann fällt der um. Die Schüsse waren nicht so schlecht, kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht alle in der Lunge gewesen sind. Guck dir die Treffer hier an. Guck dir die an hier. Hier, Lunge, Lunge. Oh, keine Lunge, Lunge, keine Lunge. Lunge, Lunge. Und dann? Rennt der mich hier noch mal einen Haufen oder was? Was ist das denn, Alter? Ich schieße ein ganzes Magazin in den rein. Junge. Also die Wirkung, sage ich, nicht so stark. Aber guck mal, der Durchschlag hier fast sogar Doppelunge, ey. Also komischerweise nicht verwertungsgerecht. Weiß nicht, woran es liegt. Lungenflügel links, Lungenflügel links, Lungenflügel links, Schulterblatt, Darm, Lungenflügel links, Darm, Lungenflügel links, links, Hüfte, Brustwirbel, Schädel, Kiefer, Schulter, Lungenflügel, Schädel, Kiefer, Muskel. Wie viele Schüsse hat denn jetzt gehabt? Schildert irgendwo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Also ich sage ehrlich, ich habe schon mal mit weniger Schüssen mit einem Kleinkaliber erlegt, würde ich sagen. Ich habe den Elch gehört. Aber er ist da oben. Oh Junge. Elchi? Du bist nicht so schussart wie ein Bison, oder? Guck mal, da hinten liegt so ein Karibu, ne? 350 Meter entfernt. Kann man das wohl treffen? Das Problem ist, dass ich das nicht mal sehe, ne? Oh, ich sehe es. Da hinten ist es. Boah. Also bis 200 Meter ist das Ding ein Laser ungefähr, ne? Aber bei 350 Meter
Alter! Er ist aufgeschreckt, oder nicht? Ich schwöre, ich hab's getroffen. Ich schwöre, ich hab's getroffen. Also, 1000%, ich hab's getroffen. Ich gehe da jetzt gucken. Das ist hochgeschreckt. Als wenn ich es getroffen hätte. Als wenn es einen Schuss kassiert hätte. Hier vorne sind die Pferden. Hier muss irgendwo ein Anschluss sein. Aber es ist nicht... Alter, ich höre einen Fuchs. Aber es ist nicht tot, leider. Das Viech. Habe ich schon auf der Karte gesehen. Aber wir gucken gleich mal, ob wir es zumindest getroffen haben. Ich versuche gerade mal den Fuchs hier ein bisschen näher zu callen. Weil den können wir easy erlegen. Der ist ja sogar... Okay, er ruht da. Dann schnieg ich mich halt an. Dann können wir den mit der Pistole erlegen, denn der ist ja zumindest auch leichter zu treffen als gerade das Viech und vor allen Dingen auch halt in der Waffenrange. 2 bis 6, glaube ich, enthalten, oder? Was hat die hier? Ja, 2 bis 6 ist korrekt. Aber 50 Meter brauchen wir, damit wir das Tier da zumindest richtig gut... Oh, der ist aber schon nervös, ne? Bleib entspannt, mein Kleiner. Ich möchte ja gar nichts Böses von dir. Ich möchte dir nur eine Kugel in den Rücken schießen. Aber da können wir uns ja einig werden, würde ich sagen. Wir haben nicht gleich die Schussdistanz erreicht. Wenn er so sitzen bleiben würde, wäre gut, ey. Dann haben wir den schön hochkant, falls wir ein bisschen Bullet Drop haben. Aber eigentlich können wir auch schon schießen, weil so krass dürfte der Bullet Drop nicht sein, wa? Also getroffen haben wir ihn. Er läuft ein bisschen, aber... Sieht gut aus, denn der müsste gleich tatsächlich dann... Da ist noch ein Fuchs. Boah, den treffe ich aber nicht, ne? Oh doch, getroffen. Getroffen haben wir den. Auch den haben wir erwischt. Ich weiß nur nicht, wie gut letztendlich ist er das hier. Doch, müsste der sein, ne? Der andere müsste doch schon tot sein, oder nicht? Na, guck. Also, Füchse mit der Pistole schon mal kein Problem. Einer liegt nämlich hier vorne. Den haben wir. Oh, guck mal, den haben wir sogar nicht mal mit einem Dings getroffen, ey. Nur mit einem Schultertreffer. Also, war gar nicht mal so gut. Und der andere ist dann hier hochgelaufen. Den haben wir irgendwo weiter oben liegen noch. Ich glaube, mit dem Blick auf die Karte ist sogar mittlerweile... mein Rentier umgekippt. Oder Karibu, oder was auch immer. Das holen wir uns gleich auch noch. Da bin ich sehr gespannt, denn das war wieder ein richtig grandioser Pistolenschuss. Hallo? Na? Wolfies? Wollt ihr Bekanntschaft machen mit meiner Pistole? Ich wäre bereit für euch. Wo seid ihr denn? Da hinten. Nee, das ist ein Bison. Das sind Bison. Wo sind denn die Wölfe? Ich hab's da gehört. Aber ich bleib jetzt erstmal hier bei dem Fuchs drauf, weil der müsste irgendwo hier vorne eigentlich verendet sein. Aha, sehe ich da vorne auch schon liegen am Baum. Also den haben wir. Die Wölfe, die waren nicht so weit weg eigentlich, ne? Klang schon relativ nah, muss man sagen. Die guten, alten... Wolfs, hier vorne auch ein Ruhrgebiet von irgendwas. Aber wir gucken erstmal hier, den hier im Vollsprint auch erwischt, aber auch nur einen Beintreffer. Also eh nicht schlecht wie den anderen Fuchs. Na gut. Also wir treffen noch nicht so die Organe, muss man sagen. Aber bei den Schüssen bleibt auch nichts verwundert. Aber gut, den einen Fuchs im Sitz hätten wir schon treffen können, muss man sagen. Dafür haben wir aus 350 Meter First Try so ein Rentier da weggekloppt. Ne? Ist auch schon mal was. So, was ist das hier? Ah, guck mal, noch mehr Füchse hier. Aber jetzt muss ich erstmal gucken. Da unten ist der Anschuss vom Rentier. Eben hier noch markiert. Die Frage ist halt, wo das hingelaufen ist. Ich kann mal gucken, ob wir vielleicht vom Hund her hier schon irgendeine Fährte finden können. Na, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, da muss ich einmal zurück zum Anschuss. Jetzt aber hat er hier irgendwo eine Fährte aufgenommen. Da bin ich mal gespannt, denn das Rentier muss ja richtig weit gelaufen sein noch, oder? Ah ja, vorne haben wir die Fährte. Die gute alte Karibu, aber da geht schon wieder. Geht schon wieder zurück oder kommt es von da? Ne, geht noch weiter nach links. Okay. Also ist es hier weitergezogen. Na, da bin ich gespannt, ob das was wird. Aber laut Karte verändert. Und ich bin sehr gespannt, was wir da getroffen haben. Und vor allen Dingen,
aus welcher Distanz, weil der Schuss, der war ja auch schon wieder richtig geisteskrank. Da vorne sehe ich sogar schon liegen. Ist echt gar nicht so weit gekommen eigentlich, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist hier langsamer gelaufen am Ende des Tages. Denn es hat sich schon, also hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, bis es dann auf der Karte angezeigt wurde. Ich konnte erst die Füchse in Ruhe jagen und so. Aber metamäßig hat es jetzt nicht so viel Strecke zurückgelegt. Aber wir haben es tatsächlich mit dem Schuss erlegt, Alter. Wir haben es einfach tatsächlich mit dem Schuss erlegt hier aus 347 Meter. Alter, der Schuss war gar nicht schlecht. Der war gar nicht schlecht. Wir haben sogar ein Organ getroffen, den Darm zwar, weil wir ein bisschen zu weit nach rechts abgekommen sind. Aber gut, wenn der Punkt halt auch größer ist, als halt Rentier wird am Ende des Tages da anschießen. Dann ist natürlich klar, dass wir vielleicht nicht so die richtige Richtung treffen. Aber wir haben doch aus 350 Meter, Junge, mit dem ersten Schuss da hat der getroffen. Er ist nicht erst irgendwo anders eingeschlagen. Wir haben einen Schuss gebraucht, um dann Viech überhaupt zu treffen aus 350 Meter. Das ist schon eine richtig kranke Schussleistung, die wir da wieder rausgeholt haben aus der Davani. Schwärmfuchs sehr, sehr nah hier, knapp 50 Meter entfernt. Allerdings auch so ein bisschen hier verdeckt vor dem Hügel vor mir. Deshalb wird es wahrscheinlich schwer, den jetzt hier im Ruhrgebiet zu finden. Auch wenn wir natürlich hier eine gute Weitsicht haben in dem verbrannten Wald. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so nah rankommen, dass wir den überhaupt irgendwo zu Gesicht bekommen. Ich meine, wir haben ja gerade auch zwei Füchse geschossen und einen davon auch im Lauf noch erwischt. Also nicht unmöglich. Ich versuche einfach mal hier weiter Richtung der Kante zu pirschen. In der Hoffnung, dass er da gleich irgendwo hockt. Ich sehe ja schon die ganzen... Ah ja, vorne ist er. Da vorne ist er. Und da ist sogar noch ein zweiter, glaube ich. Jawohl, da unten rennt er weg. Oh, das ist aber sehr weit, ne? Jetzt geht dann so eine Senke da leider auch rein. Ah, da ganz hinten. Okay, nee, den lassen wir ziehen, den treffen wir nicht. Das macht wenig Sinn, aber wenigstens einer ist hier noch oben gucken gekommen. Und da haben wir dann schön hier den Schultertreffer, fast ein bisschen hoch, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem noch die Lunge mit angekratzt. Und hier sehen wir auch das Bedürfnisgebiet der kleinen Füchse. So, unten am See, mal gucken, was da steht. Vielleicht haben wir da auch irgendwo was. Aber sehe ich jetzt auf Anhieb erstmal nicht allzu viel stehen. Junge, was ist denn da für eine Bärenversammlung, Alter? Das sind einfach 20 Bären. Ah ja, okay, 4. aber trotzdem auf jeden Fall ordentliche Bärenversammlung da. Das ist auch hier auf jeden Fall wieder ein guter Platz, um auch mal so einen Bär zu schießen. Die natürlich hier mit Klasse 7 eine Klasse über der Waffe sind. Aber Wind steht gut. Ich würde sagen, da können wir uns eigentlich ganz gut anpirschen. Und mit dem Seitenprofil, was er uns da anbietet, eigentlich auch ganz gut die Lunge treffen. Ne? Wir müssen jetzt halt nur noch ein paar Meter näher ran für so einen Grizzlybär. Und eigentlich könnten wir da sogar beide Bären schießen, würde ich sagen. Weil die halt wirklich beide nebeneinander sind. Da können wir natürlich pa-pau, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pau. Boah, ich weiß doch, als die Davani rauskam, da hatten wir immer irgendwie, glaube ich, 3 oder 4 Rehe vor uns. Ich habe ja ein Short-Video auf dem Kanal, oder? Ich weiß gar nicht. Und die haben wir einfach pam-pam-pam-pam, alle 3 im Knall. Oder 4. Weiß nicht, wie viele wir waren. Habe ich auf jeden Fall richtig rasiert mit der Davani. Da kamen wieder meine guten Counter-Strike-Skills zur Geltung. So, aber jetzt erstmal hier ran an die Bären. 100 Meter. Noch sind sie ruhig. Ich gehe einfach erstmal näher ran, würde ich sagen. Denn, ja, 50 Meter. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass wir in so eine Senke reingeraten. Aber die Bären sitzen eigentlich noch gut drüber. Also, dass wir zumindest die tödliche Trefferzone da haben. Und noch sind sie auch ruhig, aber jetzt haben wir schon wieder so ein Dings hier. Was mir nicht so gefällt hier langsam. Das ist immer ein bisschen ätzend, ne? Wenn man sich da so annähert und dann in so eine Senke reinläuft. Ja, das ist Wasser hier. Und der andere auch. Das ist natürlich nicht so geil. Aber ich habe zumindest einen Schuss drauf bekommen. Jetzt noch einen zweiten. Okay. Okay, okay. Na gut. Nicht die Double Tactics hinbekommen, die ich wollte, weil die dann beide Wasser geworden sind und beide sich dann direkt anfangen zu bewegen. Nicht so cool, sind leider nicht sitzen geblieben, waren so auf 60 Meter ungefähr. Oh, ich habe die Waffe auf 25 gehabt, glaube ich, oder? Eieiei, hoffentlich habe ich da getroffen. Am Schuss auch beide hier auf dem gleichen Fleck anscheinend, aber der erste Schuss wird wahrscheinlich die Lunge hier getroffen haben, denn der ist ja auch relativ zügig dann doch gedroppt. Zumindest hier für so eine Klasse 2 bis 6 Waffe. Und hier haben wir die
Schweißwerte, die hier weitergeht. 50% haben wir noch hier an Gesundheit. Bei dem Bären müsste hier am Hang irgendwo wahrscheinlich beinet sein. Und da vorne liegt er dann auch. Dann gucken wir uns dem an. Den ersten Schuss. Der war auf jeden Fall Lungentreffer. Zweiter Schuss dann, haben wir gesehen, nicht mehr so gut. Habe ich da gerade was laufen hören? Nee, ne? Nö, glaub nicht. So, Bärchen. Erster Schuss tatsächlich hier. Doppelunge sogar getroffen. Doppelunge und Leber erwischt. Also richtig guter Schuss eigentlich. Und wir haben ihn sogar nochmal getroffen. Nochmal hier Magen-Darm. Ah, deshalb wahrscheinlich die Anschlüsse im gleichen Dings. Und dann nochmal irgendwo ein anderes Muskeltreffer gehabt. Das war dann der dritte Treffer, den wir da gesetzt haben. Ich finde es manchmal schwer zu erkennen, diese zweiten Schüsse, weil die da nicht nochmal zeichnen gefühlt, ne? Man kriegt immer so den ersten Schuss angezeigt, aber so den zweiten Schuss, wenn man kurz danach nachschießt, der wird dann nicht mehr gezeichnet und dann, ja, glaubst du halt, du hast ihn nur einmal getroffen, schießt nochmal nach, aber eigentlich hast du ihn schon zweimal gehabt. Da unten ist aber noch ein Grizzly. Oh, der haut aber ab. Aber nicht mit mir, Freundchen. Da ist sogar noch einer. Ah, komm. Haben wir nochmal getroffen, glaube ich. Alter, keine Ahnung. Also ich habe ganz viel leer geschossen in die beiden Bären. Ich weiß nicht, ob davon einer verenden wird, um ehrlich zu sein. Er droppt auf jeden Fall, sagen wir mal, ne? Er droppt auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal eine gute Sache. Wir können uns dann mal die Anschlüsse hier eben angucken. Keine Ahnung, ob die... Also einer verendet, würde ich sagen. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Sogar beide. Denn ich habe beides mal einen tödlichen Treffer gesetzt. Einmal bei dem hier. Und einmal bei dem hier tatsächlich. Aber auch hier wieder. Das ist wieder hier erster Schuss, zweiter Schuss. Und zweiter Schuss wird dann nicht gezeichnet. Genau das gleiche, was wir gerade auch hatten. Aber tatsächlich haben wir beide... Oh, guck mal, der liegt sogar hier. Alter, ich habe dem nochmal Lungentreffer gegeben. Nee, der hat einfach einen hohen Blutungsgrad gehabt. Okay, bin gespannt, was wir da getroffen haben. Ich habe gar nicht gesehen, dass er so schnell gefallen ist hier. Der Bär, weil ich dann schon beim zweiten auf dem Fokus drauf war. Erster Magen-Darm und zweiter war... Alter, Herztreffer, Junge. Einen Herztreffer habe ich da gesetzt. Boah, aber die hat auch Durchschlag, muss man sagen. Von vorne durchs Herz in die Lunge rein. Eieieiei, da kracht es aber auch richtig, ne? Aber das war dann der zweite, wo der sich dann zu einem dreht. Denn nach dem ersten Treffer haben die sich ja beide zu einem gedreht und kurz geguckt, ne? Und das war dann der Schuss, wo der Schuss ins Herz ging. Also, der war schon mal sehr, sehr gut. Aber erstaunlich, dass der trotz Herztreffer dann überhaupt noch ein paar Meter läuft, ne? Da oben sitzt auch noch ein Bär. Gute 200 Meter entfernt. Aber hier unten liegt erstmal unser anderer Bär, den wir haben. Können wir uns den gleich auch noch schnappen, mal den Grizzly. Aber erstmal holen wir uns den hier. Ich weiß nicht, ob wir an den so nah rankommen werden, um ehrlich zu sein, weil er natürlich schon auch im Wind drin sitzt. Aber ihn hier haben wir getroffen, nämlich mit dem ersten Schuss in den Darm. Zweiter Schuss war dann auch, guck mal, auch der hier. Er hat sich wieder so auch zu mir gedreht und dann Schuss in die Lunge rein. Auch da war es der zweite Schuss, der eigentlich schon gut war. Dann auch der dritte und der vierte irgendwie hinterher. Hier nochmal so ein Magen-Darm-Treffer am Ende gesetzt. Aber eigentlich hätte der zweite Schuss auch da schon wieder vollkommen ausgereicht. So, 180 Meter noch gut bis zu dem Bären. Die Frage ist halt, aus welcher Distanz wir den schießen. Aber wie gesagt, ich glaube, allzu nah werden wir an den nicht rankommen. 100 Meter Marke haben wir aber schon mal passiert. Aber jetzt auch aufmerksam, ne? Okay. Ach, er steht auf, jetzt hinterm Baum, ne? Ja, das ist natürlich nicht so geil. Er wird jetzt gleich aufstehen und ich kann nicht schießen, weil er hinterm Baum ist. Ja, das ist Käse, wo er jetzt da steht. Er ist genau verdeckt. Oh. Junge, ist der aggressiv, Alter? Warum ist der in meine Richtung so krass geflohen? Ja, okay. Haben wir auch ein paar Mal getroffen, aber ich glaube, nicht so gut wie die anderen. Ist auch nicht gedroppt am Anfang, ne? Also da, glaube ich, höchstens Körpertreffer. War aber auch schwierige Situation, den hier zu schießen. Wir gucken uns mal eben die Anschüsse hier an. Aber das werden wahrscheinlich nur Bodyhits am Ende des Tages sein. Wahrscheinlich gar kein Organ, oder? Hier ist ein Anschuss, nicht tödlicher Treffer. Hier oben einer. Ja, aber er ist zumindest... Aber nicht tödlicher Treffer ist dazwischen schon mal
Organe getroffen, oder? Also haben wir zumindest irgendwie Magen-Darm wieder erwischt. Das wird auf jeden Fall verenden am Ende des Tages. Eine Gesundheit wie weniger, 0-25%, müsste also in den nächsten Metern hier irgendwann auch mal verändert sein, da vorne liegt er dann auch. Aber noch tatsächlich gute Strecke gegangen, also da merkt man schon, dass wir da keinen guten Treffer unterbekommen haben. Bin trotzdem mal gespannt, was wir da getroffen haben. Nämlich als ersten Schuss, ja ein bisschen weit vorne habe ich auch so gesehen, dass der zu weit vorne drin war. Ist sogar auf Kurs Richtung zweiter Lungenfeder, aber da ein bisschen der Bums dahinter. Dann zweiter Schuss, Magen-Darm-Treffer, dann nochmal ein Schädeltreffer. Hinterher und dann nochmal hier das Steißbein, Hüftekreuz, alles getroffen, komplett zerlegt. Aber das war mein erfolgreicher Jagd. Immer ein geiler Schuss gehabt bei 350 Meter hier auf so einen Karibu, das war ganz nice. Und ansonsten auch mit der Pistole hier immer ganz funny eigentlich, wenn auch vielleicht nicht so, wie man das eigentlich spielen sollte. Aber trotzdem hat Spaß. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.